Willkommen zurück zu Grim Dawn. Beim letzten Mal haben wir Gloomvault erreicht. Unser erster Schritt in der Erweiterung der Ashes of Nightmare. Ja, wir gucken mal, wohin uns der Weg hier sonst so treiben wird. Ich habe keine Ahnung. Ugdenburg ist halt so einer der Orte, wo wir halt hin müssen. Und natürlich die Ruinen vom Helmhaus dann halt irgendwann auch mal. Wenn das Wörtchen wendig wäre und so. Wenn wir überhaupt einen Weg dahin finden. Und nicht, dass wir da 5000 Mal aufgehalten werden. Hallo, was seid ihr denn für Viecher? Ugdenburg-Moswerfer. Ah ja. Habe ich es auch gleich gewusst. Ich habe ein bisschen gelogen, aber ich habe es ja gleich gewusst. Weiß Bescheid. So. Kann ich mal dieses komische Unkraut hier beseitigen? Ist doch nicht gesund. Sieht doch auch nicht aus. Haben die hier keine Gärtner oder so? Ich frag ja nur. Aus Interesse. Warum kommen denn da neue? So, jetzt hört's aber auf, ne? Hoffe ich. Kommen da einfach neue Pflanzen. Ich glaube, zack. Das wird ja unangenehm. So auf Dauer und so. So. Immer wieder neue Tote beschwören hier. Ich brauche die. Die und noch viele andere brauche ich. So, hier haben wir ein altes verlassenes Haus. Kann ich anscheinend auch irgendwo sein, habe ich das Gefühl. Tabernau unten, jo. Achso, da ist dann hier draußen, okay. Nehmen wir erstmal alles mit. Ob man es gebrauchen kann, war ich zu bezweifeln, aber erstmal mitnehmen. So. Und war hier? Ich hab hier doch. Oh, da. Ein Krug. Der wurde mir angezeigt, okay. So. Dann nehmen wir die Treppe nach unten. Und nochmal schauen, wo wir dann da rauskommen. Oder wo wir hinkommen. Ein baufälliger Keller. Ja, der ist nicht nur baufällig, der ist auch schon gar nicht mehr vorhanden. So. So, keine gefährliche Domäne. Das heißt, ist wahrscheinlich irgendwie ein anderer wichtiger Gang hier unten. Vielleicht hat der auch noch andere Ausgänge. Mal gucken. Die Pflanzen sind jetzt aber nicht wiedergekommen. Dann lass ich mich einfach mal von den Ranken auspeitschen. Kann man ja mal machen. Der Skill ist noch nicht ready. Ja, ja. Ausrede Nummer 1. Ah, wir haben Bossgegner. Ich setze mal ein Panikportal. Sicher, sicher. So, und ich muss weg. Macht ein bisschen viel Schaden. Ein bisschen mehr als mir lieb ist. So, Heilung haben wir. So. Schützender Ugdenburg-Gürtel des Verfalls. Alles klar. So. Wie sieht's hier aus? Leider kaum Schaden gekriegt. Penner-Gegner. Wirklich. So, jetzt sieht's aber schon anders aus mit dem Schaden. I can't do that yet. Müssen wir nur zusehen, dass das Viech auch stirbt. Abriss Morrowind. So. Geht doch. War doch noch nicht mal schwierig. Okay, vielleicht ein bisschen. Hätte auch böse ausgehen können. So, jetzt aber erstmal weiter im Text. Ja, die von unten, die sehen uns natürlich alle. Warum auch nicht? Kommen jetzt wahrscheinlich alle so nach und nach an. Ja, super. Skills not ready. Sie kommen von überall. That skill's not ready.
Okay, ein bisschen weg. So, Heldenmonster sind down. So. Und gab auch gute Erfahrungspunkte. Da ist ja noch eins. Hallo. Gab es die Heldenmonster hier im Sonderangebot oder warum sind hier so viele? Muss ja mal fragen. So, was haben wir hier? Radruhe öffnen, komm. Ui. Uiuiuiui. Ein Relikt. Ein Bauplan. Hier haben wir eine Mahlzeit und hier noch eine andere Kiste. Stressen sie mal nicht. Sie kommen ja alle noch dran, ja? So, da hinten ist wieder ein Ausgang. Ich will jetzt aber halt ja auch noch hier unten gucken, wo wir denn hier hinkommen. Wir haben erst die Hälfte hier erkundet. Siehst du, da würden wir auch noch durchkommen. Dann gehen wir noch da lang. Oder? Ja, geht. Okay. So. Können wir hier durch, uns Keks freuen oder zwei. Hier kommen wir nicht lang. Und sonst hier nur zu Gegenden, wo wir schon gewesen sind. Okay. Dann gehen wir hoch in den eigentlichen Weg lang, den ich hier gehen wollte. Nur um zu gucken, was habe ich denn da übersehen. Wahrscheinlich nicht so viel, aber hey. Lieber einmal mehr gucken, als einmal zu wenig. Gucken wir mal. Jede Menge tolle Gegner. Einer toller als der andere. Ja, ja. How dare you? Das sind alles kleine Greta Thunbergs. Nein, ich habe nichts gegen Greta Thunberg. Überhaupt nicht. Aber so ein bisschen erinnert mich das sonst. Kann die Kleine ja auch nichts für. Also dieses How dare you ist halt, ne? Hat sie sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Ist halt so. Das ist doch voll okay. Aber jetzt jedes Mal, wenn ich da irgendwie hier so einen Gegner höre, so How dare you, dann geht so in erster Linie so, hallo Greta, hallo. So wie, ne? So die typischen Wahlsprüche der USA, ne? Hier so, yes you can und make America great again. Da muss ich halt auch dann immer gleich an andere wichtige Personen denken. Oder eher unwichtige Personen, die auch richtig tun. Ist halt so. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Immer noch ein Klumwohl. Okay, da hinten ist ein Schrein. Das ist cool. Schauen wir mal, Massenversammlung hier. So. Da waren wir, hier sind wir jetzt. Okay. Gucken wir mal, vielleicht gibt es ja noch was. Nö. Natürlich nicht. Warum denn auch? So. Ein Heldenmonster weniger. Mantel des Ratsmitglieds. So. Dann gucken wir mal, dass wir den Schrein an uns reißen. Vielleicht. Oh Gott. Da sind das zum Glück nur so ein paar. Ich setze mal Panik mit. Nie verkehrt. So. Hui.
Welch nervenaufreibendes Ding hier. I can't do that yet. So, hier noch eine Kiste, die total verschlossen ist. Dann gibt es hier irgendwie relativ viel. So. Schauen wir mal, was sagt denn der Schrein? Irgendwas zum Starten von wegen Gegnern und so. Okay, ich bin dabei. Mittendrin statt nur dabei. Da bin ich. Was geht ab? So, ein Hellmonster. Vielleicht ein zweites Hellmonster. Man ist sich da nicht so ganz sicher. Es ist auf jeden Fall alles irgendwie tot. Uiuiui. Uiuiuiui. So. Okay. Gleich immer Punkte verteilen. Hier, wir hatten noch hier den Hammer. Ach nein, das Ding hier. Oh, Situation und Verteilungsqualität. Interessant. Ja gut, Laufgeschwindigkeit ist schon nett. Nein, denke ich mir jetzt bei den Verlangsamungsdauer und sowas. Na, aber naja. Wir machen trotzdem einfach den Hammer und dann kann man immer dann gucken, ob man den Kompass macht. Und dann mal gucken. So. Nur aber. Unser Inventar ist ja so halbwegs voll. Und halbwegs, ne? Da passt noch ein bisschen was rein. Aber. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwas loswerden kann, irgendwas anziehen könnte. Das auf gar keinen Fall. Da brauche ich mehr Konstitution, die ich nicht habe. Ja, dann kann, glaube ich, alles weg. Ich brauche immer noch einen Level 14 Ring, ne? Der andere ist einfach mal so viel besser. Finde ich zumindest. Habe ich schon? Okay. Dann kann das auch weg. Gut, dann die Schultern, nur mal gucken. Schaden pro Sekunde geht mal eben so ein Tausender runter. Nee. Nee, danke. So, zurück nach Devil's Crossing. Mal eben schnell alles verkaufen. Geht fix. Geht ganz edefix, geht das. Das hier weg, das weg, das weg, das weg. Alles weg, was keine Miete frisst und so. Und auch das, was sowieso Miete frisst. So, was haben wir hier? Ugdenblume. Ah ja, brauchen wir bestimmt noch für irgendeine Quest. Das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg, das weg. Das weg. Mal kurz gucken hier, das hier. Für eine Stufe 58 und braucht jede Menge Geist, weil ich nicht habe. Okay. Gut. Dann den Rest mal eben schnell ablegen. Hier. Das ist das Zeug. Das können wir hier mit rübernehmen. Hier ist ja nichts weiter drin. Das hier war für Level 55. Dauert noch ein bisschen. Das dauert noch. Aber haben wir auch bald. Vielleicht. Also sterben wir halt auf dem Weg dahin noch 5000 Mal. Dann dauert es natürlich ein bisschen länger. So, und wieder zurück. Bin da, wenn auch. So, jetzt werden wir einmal den Weg von dieser Hütte hier zu der anderen unten aufschließen. Also halt zusammenfügen. Dass halt alles irgendwie auf der Karte so einigermaßen erkundet ist. Nicht, dass ich irgendwo irgendwas übersehen habe und einfach übersprungen habe oder so. Diese müssen wir auch gar nicht so viel laufen. Ist nicht so verwinkelt wie befürchtet. So. Ja, ja. Bleiben Sie mal locker mal da, ja? Einfach mal locker bleiben. Die Hexen in diesem Wald. Schlimm. Alle angetrieben von irgendwelchen Naturgewalten.
Tullius Splittung. Spaltung. So. Gab's jetzt nur noch irgendwas Interessantes? Nö, natürlich nicht. Warum denn auch? So. Dann gehen wir mal hier rum. Zu sehen, dass hier gar nichts ist. Okay. Gehen wir weiter hier rum. Um zu sehen, dass auch hier nichts ist. Okay. Ist auch nichts. Dann gehen wir halt hier lang. Nicht einfach irgendwie pflanzen, das kann ich. Ich habe ja keinen grünen Daumen. Bei mir geht selbst ein Kaktus ein oder so. Hallo. Hallo Bäumchen. Ich muss ja mal ganz kurz ein bisschen stutzen. Wow. Die haben gerade ein bisschen viel Schaden in wenig Zeit reingedrückt. Skills not ready. So, Heldenmonster down. So. Nicht schön. Aber irgendwie über die Bühne gekriegt.